Herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge. Warum ich so lache? Ja, ich mache das nämlich hier nochmal. Ich bin ziemlich weit gekommen, aber habe zwischendurch nicht abgespeichert. Es geht darum, ach danke, dass du jetzt mal, oder dass ihr wieder zuschaut. Es geht darum, dass ich mich jetzt ein bisschen upgraden will. Und warum ich jetzt hier wieder anfangen muss, ist, dass ich die ganze Zeit meine falsche Rüstung getragen habe. Ja, sollte man natürlich immer im Hinterkopf behalten. Wenn du zu Albatros zurück willst, dann sollst du schon mal eine vertrauenswürdige Rüstung anziehen. Und ich werde jetzt erstmal zu Albatros im Schnellverfahren rüberspringen. So, da bin ich wieder. Und als allererstes habe ich mir vorgenommen, erstmal am Schleifstein meine ganzen Waffen zu schärfen, die ich irgendwie noch im Inventar habe. Weil ich meine, dass die beim Handel irgendwie dann später mehr bringen? Fragezeichen? Weiß ich nicht, kann sein. Endlich fertig. Ja, genau, richtig. Jipp. Denn, apropos Kommentare, Taris hat mich ja freundlich darauf hingewiesen, so von wegen, dass ich in Ashdod erst ganz zum Schluss hinkomme, wegen einer Hitzeschutzrüstung. Jetzt schlafe ich eine Runde, damit ich weitermachen kann. Und zwar, um mit Hawk über weitere Fähigkeiten zu verhandeln. Und zwar Meister im Goldschmiedearbeiten werden. Ich will ein Meister in Goldschmiedearbeiten werden. Ich werde dir jetzt beibringen, wie du aus Ringen und Amuletten besonders mächtige Schmuckstücke herstellen kannst. Du benötigst lediglich 3 Ringe oder Amulette mit denselben Eigenschaften. Andere Materialien werden hierfür nicht benötigt. Du kannst daher sogleich mit deiner Arbeit beginnen. Schmelze alle Schmuckstücke in einem Gefäß und forme die Materie, sobald sie etwas fester wird, zu einem Ring oder einem Amulett. Du bist nun ein Meister in der Goldschmiedekunst und in der Lage, sehr mächtige Ringe und Amulette herzustellen. Ja, das war mir schon wichtig, weil ich habe nämlich 4 Geschicklichkeitsringe, die ich natürlich zu einem mächtigen Geschicklichkeitsring formen möchte. Doch, dann werde ich erstmal nochmal Master Wulfias erbeten, mich in Rezepturen... Welche Rezepturen kannst du mir beibringen? ...zu lehren. Ich kenne einige. Triff deine Wahl selbst. Und zwar Essenz der Heilung? Die Zutaten für eine Essenz der Heilung sind Heilpflanzen und Feldknöterich. Ich kenne... Jep, dann Extrakt der Heilung. Ich sollte mich natürlich eindecken. Um einen Extrakt der Heilung herzustellen, brauchst du Heilkräuter und Feldknöterich. Du musst auch... Ja. Und natürlich... Welche Rezepturen kannst du mir... Last but not least... Elixier der Heilung. Das Elixier der Heilung herzustellen erfordert einiges an Erfahrung. Einiges, richtig. Gibt's denn noch irgendwas Höheres? Ich kenne. Elixier des Lebens, 15 Nährenkosten. Nö, das will ich noch nicht so ganz, weil wir gucken mal auf unsere Lernpunkte oder auf meine besser gesagt. Da sind eben nur noch 14 übrig. Hat denn Wulfias noch was? Handelsmäßiges da, was ich brauchen könnte. Und zwar bräuchte ich mal wieder viele schlechte... Nee, der hat sich nicht aufgefüllt. Er hat höchstens noch einen großen Feuerball. Und was haben wir denn hier? Noch ein Mini-Feuerball. Bringt mir nicht so viel. Nee, okay. Dann geht es weiter. Was möchte ich denn noch machen? Achso, nee, das möchte ich nicht machen. Nein, guter Mann, wird nicht beklaut. Gucken wir mal runter, wenn wir hier nämlich schon sind, im Lagerraum. Weil, kann ich mir doch vorstellen, dass wir wieder ziemlich viele Sachen zu looten haben. Und die haben wir auch zu looten. Da wir uns noch vor Varant befinden und ich nicht in mein Unterdeck kommen kann... An der Tür wird gezeigt, dass der Schlüssel fehlt oder fehlen würde. Müsste ich sozusagen Baldwin nochmal sagen, dass wir... Wir müssen Varant verlassen. Nicht und wahr? Und warum? Ich habe noch etwas wichtig... Nun gut, ich vertraue dir. Segeln wir erstmal auf die offene See und dann sag mir, wohin du willst. Ja, dann wieder zurück nach Varant, ne? So, und erst ab da, wenn wir auf der Zwischensee sind, dann ist halt mein Unterdeck erst wieder offen. Wo ich dann auch hingehe. Unterdeck. Geht das hier nochmal runter? Nein. Unterdeck, doch. Oberdeck, Unterdeck, blablablaps. So. Und was ich sagen wollte ist,
wenn man vor einer Küste ist, kann man hier nicht reingehen und ins Unterdeck gehen, um sozusagen hier seine Fähigkeiten nochmal umzusetzen in die Praxis, wie zum Beispiel, jetzt wird es interessant, mächtigen Ring schmieden. Ich kann auch mächtige Amulette schmieden, habe ich aber schon vorher geguckt. 3 gleiche Amulette habe ich nicht, aber mir geht es erstmal um Geschick. So, dann gucken wir mal nach. Bei Amulette ist es so, vielleicht sollte ich das mal eben kurz zeigen, wo da noch so ein bisschen der Unterschied ist. Mir ist nämlich auch aufgefallen, dass wenn ich auf Amulette gehe und möchte halt eben 3 gleiche Amulette zusammenschmieden, ist der Unterschied, dass man das hier sofort sieht. Und zwar hier steht Dreifache, ist klar. Bei den Ringen verhält sich das leider anders. Da muss man ein bisschen länger suchen. So, und zwar, wenn ich zum Beispiel Lebenskraft ein großes... Da muss man nämlich in den Klammern suchen, so von wegen wie viele hier. 3 Ringe, da zum Beispiel mächtiger Flammenring, Feuerring, Holzhautring, 3 Ringe. So, Geschosch, aber wir wollen ja Geschick haben. Wo ist denn Geschick? Hab ich das jetzt wieder? Spaß, 15 Geschick. Das ist nämlich das. Mir ist auch aufgefallen, ich habe nur ungeschliffen, also rohe Topaz. Ich probiere mal, ob das funktioniert. Funktioniert jetzt nicht. Komisch, in den Proben hat es funktioniert. In den Proben. Ja, ich muss mal eben mal gucken, habe ich jetzt irgendwie was Falsches ausgewählt? Jetzt habe ich es tatsächlich ein paar Mal im Off probiert. Mal ging es nicht. Ich versuche es nochmal. Ich habe Rotopas übrigens, 15 Stück oder so. So, und gehe nochmal auf mächtige Geschicklichkeit. Dann heißt es zu wenig Rohstoffe. Probier es nochmal. Das ist wie verhext. Warum das so ist, weiß ich nicht. Mächtige Geschicklichkeit. Wo bist du jetzt? Da ist er. Nee, dann gehe ich nochmal eben hier aufs Inventar, weil ich das nämlich gemacht habe. So, wo haben wir denn den goldenen Rotopas, der aussieht wie Bernstein? Das ist er hier. Rotopas, Rohkristall. So, dann habe ich es nämlich nochmal probiert, um zu gucken, ob das daran liegt. Jetzt schmiede ich nochmal Ringe. Bum, bum, bum. Das will ich doch mal... So, und dann geht's. Wow. Warum das so ist, I don't know. Alan, vielleicht weißt du eine Antwort darauf. Gut, dann gehen wir weiter. Das werden wir jetzt auch gleich anlegen. Das ist echt vertrackt, ne? Dachte, man müsste den erst noch schleifen irgendwie. So, was brauche ich denn nicht? Unbesiegbarkeit brauche ich nicht. Wo ist der mächtige Geschicklichkeitsring? Da ist er. Wir gucken nach. Jetzt haben wir 143 Geschick. Das ist gut. Des Weiteren noch eine kleine Anmerkung im Logbuch unter dem Punkt Kane. Auch hier, Alan, das verwirrt mich ein bisschen. Da steht, an der Küste von Ashdod habe ich einen geheimnisvollen Mann namens Gor Assur getroffen. War das nicht Küste von Patara? Denn ich soll ja einen Mann treffen in Ashdod namens Kane. Deswegen... auch noch hier mal eine kurze Information. Ich gehe jetzt wieder an Deck und werde mich weiter auf den Weg machen, weil... Ach ja, ich muss noch ein paar Sachen kochen und herstellen. Getränke, das mache ich aber alles im Off. Ja, jetzt stehe ich hier an Wulfias Alchemietisch und mir ist noch was aufgefallen, und zwar in dem Charakterprofil. Sollte eigentlich stehen, Goldschmied gelernt. Wieso steht da nicht Meister, wie zum Beispiel bei Irrlicht kontrollieren? Frage ich jetzt nun mal so. Muss ja nicht unbedingt. Glaube, vorher stand Goldschmied Stufe 2. Fällt mir jetzt gerade so ein. Weiß ich nicht, aber wenn Stufe 2, dann müsste da auch Meister sein. So habe ich mir das gedacht. Oder so. Ihr wisst, was ich meine. Heiltränke brauen. Muss mal gucken, wie viele Heiltränke ich brauen kann. 20 Heilpflanzen, Waldbeeren, Feldknöterich, Essenz, Extrakteheilung. Ja, ihr wisst, ich mache so viel, wie ich kann. Jetzt sind mir die Laborwasserflaschen ausgegangen. Aber okay, sollte erstmal fürs Erste reichen und genügen. Ja, dann werde ich mich wieder schlafen legen.
Dann kann ich nur Suppen kochen. Oh, ich koche noch ein paar Suppen. Mal gucken. Auch lustig, ne? Bei den Tränken gehen mir die Flaschen aus und bei den Suppen habe ich automatisch unbegrenzt Schüsseln. Naja, machen wir mal weiter. So, ich glaube, das war es jetzt. Alles, was ich an Suppen habe kochen können. Naja, gut, okay, vielleicht noch ein paar Brotsuppen habe ich dann gemacht. So, dann werden wir wieder, oder ich mit Roland werde dann wieder zurück nach Varanth segeln, aber den umständlichen Teil überspringen wir mal. Was heißt umständlichen Teil? Aber dieses mit Baldwin und so. So, da sind wir wieder und dann werden wir ja, weil wir ja die Ork-Lager-Teleport-Rune haben, dann dort mal hinjumpen und dann geht's wieder weiter ins Abenteuer, aber nicht bei der Hitze und nicht mit diesem Anzug, Leute. Ja, ja, zack. Oh, Glück gehabt, wa? Ah, muss noch einrennen. Dann werde ich mich wieder an die Stelle begeben und zwar Richtung Artefaktstadt. Wie hieß das jetzt nochmal? Tadmor. Bisschen Unwetter wirken, die ganzen Wüstensnapper, die sich hier so versammelt haben. Nur ein bisschen. Hoffentlich jetzt auf dem Eimer. Okay. Bis auf ein paar noch. Oh Gott. Hoffentlich kommt das drin vor. Ach, vergaß ich zu erwähnen, dass ich doch noch mal eine Runde bis Mitternacht geschlafen habe. Hier, da hinten. Da in dem Orklager da. Und jetzt befinde ich mich hier wieder. Ich weiß es nicht. Hier ist so eine Kuppel irgendwie. So eine riesige Steinkuppel. Noch mit ein paar anderen Wüsten-Snappern hier in der Ferne. Die gilt es jetzt erstmal auch zu eliminieren. Überspringe ich. Auch ein paar Wüstenwölfe hat es hier auch noch. Und was mir auch noch aufgefallen ist, da hinten gibt es wieder einen Feuergolem. Genau. Und sonst noch was in der Nähe? Ist denn das schon der Bereich von Tadmor? Fragezeichen. Guck erstmal, was hier auf dem Schutthaufen ist. Falls hier sich irgendwas befinden sollte. Und hier. Oh, Schwefel. Schwefel in der Wüste. Oh, 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 oh. Steintafel. Und nochmal Schwefel. Gut. Ja, diese ganzen Dinger abzugrasen. Lustigst. Guck ich doch nochmal. Ich glaube, die habe ich noch vorher noch gar nicht abgegrast, die Teile. Weil, ist natürlich schwierig, ne? Da, zum Beispiel das hier, dieses Bauwerk habe ich natürlich schon mal hier irgendwo gesehen. Das ist ein bisschen schwierig, da sich zu orientieren. Hier zum Beispiel Gletscherquarz ist was. Dann haben wir hier nochmal Gletscherquarz. Also war ich hier noch gar nicht. Na, also das sind halt eben nicht so signifikante Ruinenstücke. Ist natürlich von der Erstellung der Mod bzw. vom Modeling hier natürlich auch eine ziemlich mühsame Geschichte, wenn man alles einzeln nochmal neu modellieren müsste und neu wobben müsste. Es müssten eigentlich Wobs sein, soweit ich mein technisches Verständnis das hergibt. Könnte das jetzt mit F11 mal kurz beweisen, aber das brauche ich glaube ich irgendwie nicht. Ja, dann gucken wir uns. Oh, Alter, nein. Wo kommst du denn jetzt wieder plötzlich her? Ja, es kommt noch dazu, dass dieser blöde Wüstenwolf mich auch noch nervt. Shit. Naja, okay. Da steht ein Troll. Unter mir ist ein Wüstenschattenläufer. Den gilt es auch mal irgendwie zu vernichten, aber der kommt hier nicht hervor. Und ich sehe ihn auch nicht. Mann, oh Mann. Wo ist er denn jetzt? Ach, da hinten. Wüstenschattenläufer knutschen mit dem Troll rum. Oh ho. Schauen wir mal, ob man so ein bisschen, ohne dass der Troll ihn, also den Roland bemerkt. Da hat er sich noch gelöst, dieser. Oh, ist der schnell. Mann, ist der schnell. Schade. Mal die Position geändert und zwar bleibt er wohl an seiner riesigen, dicken, prankigen Hand hängen. Der Wüstenschattenläufer. Okay. Und jetzt? Aha, er kommt nicht weiter. Okay. Dass ich den überhaupt umgedreht, weiß ich nicht. So, jetzt werden wir mal versuchen, mit dem
einem pfeilenden Bogen, aber nicht auf einen Troll, sondern auf einen Wüstenschattenläufer. Ja, das klappt. Könnte klappen. Ah. Nicht, dass er sich dann löst und dann im letzten Moment wie eben. Ja, ist ein bisschen hakelitsch. Will ja auch nicht so nah an den Troll kommen. Der Troll versucht sich auch zu lösen, aber ich will auf dem wüsten Schattenläufer. Wenn der nämlich hin ist, dann kommt der Troll auf mich zu oder was oder wie oder wieder was. Oh, der wüste Schattenläufer, da kommt nicht. Das kann jetzt spannend werden für die letzten Pfeile, die ich jetzt noch brauche, um den wüsten Schattenläufer hier zu... Hey, Alter, hau du mal ab da, ich will raus. So. Hohoho, das haben wir jetzt geschafft. Kommt er hinterher? Nee. Wow, abspeichern. Ja, dann werde ich mal eine schöne, schicke Golem-Schutzrüstung nehmen. Mal gucken. Weiß ich noch, wie die ungefähr aussah. Rüstung, ja, Golem-Schutzrüstung. Richtig. Dann versuche ich doch mal dann den... Ach ja, hier. Nee, ach ja, hier sag ich schon. Ja. Versuche ich mal... den Troll irgendwie so hinter die Mauer zu, hinter das Mauerstückchen zu bringen, damit er auch nicht weiterkommt. So, ja, mach mal die Breite hier. Der Mond, der sinkt so langsam. Aha. Okay, der Troll will wohl drumherum. Vielleicht, oh. Okay. Vielleicht rührt er sich nicht. Da liegen sie, die beiden, herrlich. Okay. So, Wüstenschattenläufer gibt es auch wieder richtig viel Fleisch. Beim Troll, Hauer und Fell. Natürlich umgezogen, ist klar. Hier gibt es keine Ruinen mehr. Gucken wir mal weiter. Hier ist der Handweiser, wo Asch dort draufsteht. Gucken, was hier noch so rumkreucht und fleucht. Oder eventuell noch was Wichtiges liegt. Stopp. Nein, liegt. Nichts Wichtiges. Ja. Nach Ashdod, richtig. Aber da kann ich ja erst nicht hin, das ist doof. Aber danke für den Eintrag, Taris. Ich glaube, du warst das. Jetzt gilt es natürlich noch, ihn hier zu eliminieren. Eliminieren. Gucken wir hier. Okay, ist hier irgendwo was in der Nähe, was eventuell während des Feuergolem-Kampfes von Gefahr sein kann, soweit ich weiß. Oh, nicht so nah ran. Also schon. Komme ich hier eigentlich hoch? Und ich komme hoch. Dann gucke ich mal, was ich noch im Magiearsenal habe. Das sieht nicht gut aus. Ich habe nämlich nur noch einen Eisblock, eine Eislanze und dreimal Eiswelle. Dann mache ich anderes. Dann werde ich Folgendes tun. Und Zariko werde ich dann mal... Na, das ist zu weit. Hier, wo ist das mit dem Steinchen hier? Genau, schwarzes Erz. Und dann ist der langsamer geworden. Jetzt weiß ich... Was machst du denn für einen Ulki-Sprung? Naja, hoffentlich reicht das, dass ich... Ja, das könnte reichen. Reicht auch. Aber habt ihr gemerkt, sobald ich schwarzes Erz genommen habe und runterspringe, dann macht er einen Riesensprung. Ja, somit kann man natürlich Weitsprungrekorde kriegen. Okay, speichern wir mal ab. Oh, es wabert noch. Jetzt hat sich das Wabern gelöst. Schauen wir mal, was ist denn hier so wichtig, dass hier ein Feuergolem steht. Aha, irgendwas Schwarzes. Einmal schwarzer Panther. Menno, 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 einen schwarzen Panther. Kriege ich den eigentlich? Na? Oh, noch mehr gezücht. Aber was ist mit dem schwarzen Panther? Hallo? Und noch ein. Ich höre noch einen Schattenläufer. Ah, der Panther pennte. Der Panther pennte. Der Panther pennte. Jetzt hat er mich. Mal gucken. Oha, der ist zäh. Der ist zäh. Aber ich bin auch ein bisschen zäh.
gucken. Irgendwas noch auf mich los? Nein. Schwarzes Pantherfell, das ist neu. Nicht einfach nur so ein Raubtierfell, sondern ein schwarzes Pantherfell. Finde ich gut. Ja. Wo verbirgt sich denn unser Schattenläufer, den wir gehört haben, aber nicht gesehen? Was liegt hier? Eine Ampore. Oh, da sollte ich auch mal irgendwie wissen, was man damit machen kann. Habe ich jetzt im Inventar noch nicht nachgeguckt. Wie spät haben wir es denn? 5.05 Uhr. Noch 2 Stunden, bevor die große Hitze eintrifft. Aber ich habe ja, mal gucken. Nur noch einer. Komm. Okay. War auch mal ein bisschen niedergemetzelt. So, ist denn hier noch was in der Nähe? So, was haben wir denn hier? Hier habe ich doch den gehört. Den komischen Felsen, an diesem runden Felsen. Ja, nee. Hat er sich mehr versteckt? Da gibt es hier irgendwie noch einen Eingang? Nein. Alter Schwede. Wird sonnig. Hören auch nicht. Ich habe vom Weiten wieder einen Handweiser gesehen, und zwar in der Richtung. Ja, jetzt werde ich noch mal ein bisschen da hinten mal ein bisschen rumdiggern und gucken, ob da noch was ist. Dann melde ich mich wieder, falls was Aufregendes sein sollte. Ja, da unten war dieser Fels. Und hier ist der Handweiser, auf dem wir gerade zulaufen. Hier gibt es weitere Ruinenstücke oder eingefallene Ruinenteile. Und offensichtlich erstmal noch nichts zu sehen, außer ein Ruinencrawl. Ich muss echt lachen. Ruinencrawler. Ruinen von Tadmor. Da sind sie, die Tadmorschen Ruinen. Gut, okay. Ja, das ist doch gut. Dann werden wir wahrscheinlich eventuell was. Oh, da sind ja noch jede Menge von dem Zeug. Okay, dann machen wir die im Off alle, wenn das so nicht so schwierig sein sollte. Ja. Okay, machen wir im Off weiter, ne? Ja, dann gucken wir mal. 6.39 Uhr. Nachdem ich die beiden hier gekillt habe, ist mir aufgefallen, ich habe ja wieder was gelernt. 10 Lernpunkte dazu, Stufe gestiegen. Jetzt gehen wir wieder schlafen. Einfach mal 3-mal hintereinander. Und wo ist er denn, der Ziegensack? Da ist er. Das überspringe ich dann auch, bis es wieder Nacht ist oder dämmert. 18.06 Uhr, das sollte... Oh, nee. Geht's noch runter? Es geht noch runter, Leute. Mal gucken. Wie lange ist eigentlich ein kleines Nickerchen? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das könnte man mal eben an dieser Stelle mal probieren. Was ist ein kleines Nickerchen? Das ging jetzt aber fix. 20.06 Uhr, na, das ist doch cool. Kleines Nickerchen, 20.06 Uhr und weiter geht's im Off. Die Teile hier wegmachen. Ui, da liegt was. Windfaust. Noch was? Noch mehr eventuell? Nein? Okay, noch eine kleine Reorientierung. Hier vor mir ist sozusagen diese Pyramide, also der Tempel. Und hier liegen noch ein paar tote Leute rum. Leute. Wüstencrawler natürlich. Sag ich immer Leute. So, hier dürfte ich noch nichts abgegrast haben. Schauen wir mal, ob es hier was gibt. Ecken versteckt? Nein. Oh, da hinten brennt ein Feuer. Ein Feuerchen brennt da. Aber erstmal gucken, ist hier noch mehr. Ah, da hinten ist noch einer. Erstmal hier alles reinigen. Da noch einer. Los, um die Ecke kommen, bitte. Nö, macht er nicht. Wie hat denn das jetzt hingekriegt? Ach so, der ist dadurch. Ach, so geht's. Upp, noch was? Wieder so ein gleiches Teil. Noch was Besonderes? Was ist denn das hier? Das ist wie ein Schlangenkopf.
Ja, hier haben wir ja schon mal was. Aber wo? Wo war nochmal das Feuerchen? Hm? Was eingestürzt? Ah, da hinten ist es. Ich habe den Großteil hier der eingefallenen Gebäude alle mal abgesucht. Bis hier hin. Und jetzt gucke ich mal, was da eventuell sich dahinter verbirgt. Prampek. Trolleck. Prampek, Trolleck. Und wer noch? Ne, da war noch einer. Prampek, irgendwas. Ich hätte es nicht gesehen. Okay, dann wird es wahrscheinlich der Grompek sein. Also der, der irgendwie was holen sollte. Ein Artefakt. Aber apropos Artefakt, gucke ich doch erstmal hier hin. Hier oben. Hochkommen und was Wichtiges finden. Okay. Immer erst gucken, bevor ich irgendwie unbedacht auf die Leute zugehe. Es kann ja sein, dass ich dann wieder in meiner Vergesslichkeit mich vergesse, umzuziehen. Na? Ah, die haben jeweils ein Feuerchen. So, erstmal hier genau gucken. Hier, das war auch so ein Ansatz einer Pyramide sein. Was ist das? Na, ich dachte, da wäre was. Ja, in der Wüste hat man öfter Fata Morganas, ne? Ja, dann gucken wir mal jetzt hin. Waren wir da schon, dachte ich mir. Und umziehen bitte. Denn wir wollen hier kein Aufsehen erregen. Wo ist denn jetzt? Ach, jetzt ist das Ding hier gelandet. Die Adeptenrobe speichern wir mal. Dann gehen wir mal hin zu den Dreien. Gucken, haben die zu sagen. Hier ist zum Beispiel ein Lagerfeuerchen, also ein Feuerchen. Gut aus. Hey, ihr drei. The three. Ah, das sind ja mehrere. Oh Gott, und da ist noch was. Bevor ich mit denen quatsche, dann kann ich ungestört quatschen, wenn ich da hinten das Ding erstmal erledige. Oder die Dinger erledige. Trolleck. Trolleck. Klasse. Trolleck. Okay. Oh, hat mich ein bisschen genatzt. Okay. Dann stärken wir uns mal ein bisschen mit einem Getränk. Damit einem oder zweier bis hierhin. Dann gucken wir mal, wer hier ist. So, und als da wären Leute. Oh! Schade, wieso werde ich hier immer gestört, ey? Okay, das ist so einer, der mal ganz langsam die Hände hoch tut oder die Zangen besser gesagt. So, zurück zu Lolleck. Jetzt sag mir nicht, dass da neben Bolleck liegt. Ach nee, Bollack. Okay. Bollack, okay, Bollack. Gut, es gibt ja Lolleck und Bolleck. So, dann haben wir hier Prampek, den kennen wir. Gemnock, den müssen, sollten wir ja. Und Trolleck, Trolleck. Lolleck. Okay, Prampek. Den habe ich ihn jetzt angequatscht. Mann, oh Mann. Okay, nochmal. Prampek. Alles klar? Alles klar? Die Zeit zum Reden ist vorbei. Ach so, okay. Es wäre gewagt, seinen Heiltrank zu stillen. Nehmen lassen wir mal lieber. So, Gemnock, der soll ja Artefakte holen, ne? Es wäre gewagt, eine seiner grauen Steinplatten zu stehlen. Hey, du, stehlen. Ork, was macht ihr hier? Sei leise, Morra. Diese Ruinen sind ein Ort des Todes. Gemnock will nicht auch noch an diesem verfluchten Ort umkommen. Hat der Angst? Wovor hast du denn Angst? In diesen Ruinen wimmelt es von Viechern und Untoten, Morra. Aber am schlimmsten sind die verdammten Sandcrawler, die hier zwischen den Mauern dieser alten Stadt lauern. Gemnock wäre schon längst fort. Aber leider hat Nemrosch befohlen, dass ich hier nach Artefakten suchen muss. Was für Artefakte? Frag mich nicht, Morra. Solange diese Viecher da sind, kann ich nicht richtig denken. Noch was? Okay, lass mal erstmal das auch mal in Ruhe. So, Trolleck. Hey, wie sieht's aus? Wir reden später, Morra. So. Hallo, kannst du mir sagen, was hier los ist? Du hast noch zu tun, da bin ich mir sicher. Noch was? Oder? Hallo,
Kannst du mir sagen, was hier los ist? Du hast noch zu... Okay. Ich hab da mal eine... Was willst du, Mora? Lass mich in Ruhe. Okay. Warte mal. Hallo. Du hast noch... Okay. Wo hauen die jetzt ab? Andere Zeit, 22 Uhr, okay. Ich hab da mal eine Frage. Was willst du, Mora? Okay. Lollig und bollig und trollig. Oh, ich sehe gerade, es ist Zeit wieder für diese Folge zu schließen. Danke fürs Zusehen, schreibt einen Kommentar, gebt einen Daumen und wir sehen uns wieder. Tschüss!